Was geht ab, ihr Lieben? Willkommen im heutigen Video. Erstmal wollen wir sagen, wir kommen gerade von einem Meetup von euch quasi, also von den Leuten, die auf Bali sind. War sehr schön, euch kennenzulernen. Super nett auch, was ihr uns immer so für genau, nette was Sachen ihr für sagt. Geschichten erlebt, welche Reisen ihr hinter euch habt, das macht immer irgendwie richtig Spaß. Es war auf jeden Fall richtig cool, euch kennenzulernen und wir hoffen, wir machen so ein Meetup in Zukunft nochmal, ob auf Bali oder sonst woanders. Und heute soll es um Q&A gehen. Wir haben euch wieder gebeten, uns Fragen zu stellen auf Instagram und auch auf YouTube im Community Cup. Es sind einige Fragen dabei zu aktuellen Bali-Themen, zu dem, was bei uns so in nächster Zeit los sein wird. Auch ein paar private Sachen, auch ein bisschen was zum Business. Und ich würde sagen, wir legen einfach mit Frage 1 los und schauen, was ihr so wissen wollt. Und zwar die erste Frage, liebe Elena. Hey, schon mal Erfahrung mit schlechten Unterkünften gemacht? Wie geht ihr damit um und was sind eure Tricks? Ja, also wir haben bestimmt schon mal die ein oder andere nicht so schöne Unterkunft, aber ich muss sagen, mir fällt jetzt direkt keine ein, weil ich glaube, wir sind aber auch sehr, sehr entspannt. Oft übernachten wir in Unterkünften nur ein, zwei Nächte, wo es uns dann auch oft einfach egal ist. Ja. Und wenn wir Unterkünfte buchen, dann achten wir einfach auf die Reviews und Rezensionen und darauf kann man eigentlich sich immer verlassen. Ich gucke immer nach dem Datum, von wann die sind und dann weiß man es eigentlich. Wenn wir was für 2 Wochen buchen, dann würden wir wahrscheinlich eher so 2, 3 Nächte erstmal buchen, hingehen und wenn es uns dann gefällt, dann einfach verlängern, damit wir schon mal wissen, wie es sich so anfühlt und ob es geil ist. Okay, Technikfrage für dich, weil ich sie nicht beantworten kann. Hey ihr beiden, filmt ihr mit Logprofilen, ND-Filtern oder überlasst ihr alles der Kameraautomatik? Ich würde sagen, auf YouTube machen wir schon viel Automatik, also da benutze ich selten ND-Filter, um ehrlich zu sein, und auch eigentlich nie Logprofile, sondern einfach Standard-Paarprofil, weil ja, man merkt den Unterschied nicht so krass, ich glaube, ihr würdet ihn nicht merken. Und es wäre einfach zu viel Arbeit, auf so viele Dinge zu achten, gerade wenn man unterwegs ist, die ganze Zeit filmt, dann will man es so simpel wie möglich haben. Wenn wir professionelle Videoaufträge haben, dann packe ich den ND-Filter drauf, dann packe ich Logprofile drauf. Und für die, die sich jetzt denken, was soll das überhaupt bedeuten, die wollen... Egal. Ja genau, denen kann es auch egal sein. Für dich, der die Frage gestellt hat, weißt du Bescheid. Okay, dann direkt eine relativ persönliche Frage und zwar, hallo ihr zwei, wollt ihr eigentlich mal heiraten und eine Familie gründen? Ja. Genau, erzähl doch mal. Ja, ich denke, wollen wir beides. Ich weiß nicht, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter und wir denken darüber auch Pressure langsam nach. Started. Aber ja, wir wissen davon noch nicht genau, wann, wie und ja, wo. Wir haben jetzt so eine spezielle Lebenssituation und man will ja auch irgendwie erstmal, sag ich mal... Wir haben aktuell ja, genau. Nicht mal eine Unterkunft, ne? Also genau. Wir sind gerade eher so Nomaden und dann ist es vielleicht mit Kind nicht schwierig, oder schwieriger, aber vielleicht einfach ja, anders. So eine gewisse Grundlage will man schon schaffen. Denke ich auch. Aber an sich, ja, wollen wir. Wir sind dabei. Oder wir sind... Wir sind nicht dabei. Wir sind nicht dabei, aber wir denken schon dran. Also wir sind positiv gestimmt. Okay, jetzt die erste Frage von Instagram. Wenn ihr uns da übrigens noch nicht abonniert habt, folgt uns da gerne. Da gibt es jeden Tag Stories, wo wir euch mitnehmen. Dann verpasst ihr auch nicht die Meetups. Richtig. Also, Domi, Achtung. Warum glaubt ihr, sollte jeder reisen? Ich weiß nicht, ob jeder reisen sollte, aber es hat schon, also es ist schon mehr als nur quasi von Ort zu Ort reisen, ein bisschen Party machen und eine geile Zeit haben. Ich würde sagen, dass man sehr, sehr viel dazulernt und vor allem seinen Horizont so erweitert. So, man kennt das vielleicht, dass man so in diesem typischen deutschen Leben irgendwie gefangen ist oder man kennt einfach nur die eine Sichtweise aufs Leben. Und wenn man mal andere Länder besucht, sieht man, dass andere Menschen, andere Länder ganz andere Prioritäten im Leben haben. Und wenn du so das Gefühl hast, zum Beispiel in Deutschland, hey, irgendwie ist das nicht das Richtige für mich, ich passe hier gar nicht rein und dann merkst du, hey, woanders geht es aber ganz anders, dann ist das schon ein sehr geiles Gefühl. Und deswegen glaube ich schon, es ist sehr, sehr wichtig, für viele Leute einfach mal rauszukommen, andere Leute kennenzulernen, andere Sichtweisen auf das Leben, dass man nicht so engstirnig ist quasi, sondern dass man einfach offener wird und dass man sieht, hey, es gibt so viele Möglichkeiten im Leben, so was ist das Richtige für dich? Also soll eigentlich schon jeder reisen, würde ich doch am Ende ich sagen. Ich will auch noch was dazu Nee, darfst sagen. Du nicht. Doch, nee. Will ich aber. Jetzt kommt aber die nächste Frage. Nee, ich will noch was okay. dazu sagen. Genau, und was ich nämlich auch finde, ist, dass wenn man auf Reisen ist, dass man oft einfacher unterwegs ist und dann merkt man eigentlich erstmal zum Beispiel, was man, in was für einem tollen Nest man eigentlich in Deutschland oder zu Hause sitzt. Stimmt. Man hat die ganze Zeit Strom, man hat ein Haus oder dichte Häuser, Fenster und so weiter. Es gibt immer fließend Wasser, es gibt immer Internet. Also man weiß zu schätzen quasi, was genau, man hat. Genau, wenn man wiederkommt, denkt man sich erstmal so, wow, es ist alles, genau. Ja. Und man merkt vielleicht auch, dass nicht der Porsche der Traum unbedingt sein muss, ja, sondern genau. Dass einfache Dinge manchmal wichtiger sind. Es gibt schon viele Gründe zum Reisen. Ja. Nächste Frage. Wo gibt es Post Offices? Wir würden gerne Urlaubskarten aus Django versenden. Post. Erzähl doch mal. Also ich kann euch sagen, es gibt Google Maps. Es gibt Google Maps, richtig, da findet ihr alle Post. Die heißt auch Post hier. Ja. Es gibt DHL, es gibt FedEx, es gibt eigentlich alles. UPS gibt es auch. Aber ich kann euch trotzdem sagen, dass die Postkarten zu 50% nicht ankommen werden. Stimmt. Ich schicke regelmäßig Postkarten und die kommen regelmäßig nicht an, ja. Auch wenn ich sie im Manchmal nach 2 Monaten. Office abgebe. Und ich muss sagen, die Postkarten sind richtig hässlich. Ja, stimmt.
Okay, nächste Frage. Wie teuer ist ungefähr das Leben als Backpacker im Monat auf Bali? Wie viel sollte man da einplanen? Also früher haben wir mal mit 600 Euro pro Monat pro Person Ausgaben gerechnet. Ich würde sagen, das wird jetzt wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr sein, ja. Weil einfach sowas wie Unterkünfte oder auch Essen oder generell das Leben einfach ein bisschen teurer geworden ist. Ich glaube aber schon, dass man noch locker unter 1000 Euro irgendwie rauskommt. Wir haben vor ein paar Tagen erst wieder Follower getroffen, die uns netterweise was mitgebracht haben. Die haben hier im Hostel gelebt, direkt in Canggu und haben 9 Euro die Nacht bezahlt, hatten ein großes Bett und waren super happy. Und deswegen glaube ich, dass man schon immer noch super günstige auch Unterkünfte findet. Und wenn man Backpacker wirklich ist, dann geht man ja auch nicht immer fancy essen. Das heißt, ja, man kann auch für 1-2 Euro essen. Und deswegen würde ich sagen, man kann schon sehr günstig leben und so, sag ich mal, 20-30 Euro am Tag ausgeben und damit hier eine geile Zeit auf Bali haben, gerade auch, weil Aktivitäten einfach günstig sind. Also wir haben es jetzt auf anderen Inseln gemerkt, ja, da war Transport super teuer, hier leistet ihr den Roller, kannst überall hinfahren, Strände sind umsonst, alles ist umsonst. Und deswegen, wenn ihr eine günstige Unterkunft raussucht und nicht fancy essen geht, dann könnt ihr ja immer noch günstig leben. Okay, dann auch eine coole Frage, finde ich, konntet ihr von eurem Business bei Auswanderung schon gut leben oder war das Risiko groß? Ich würde sagen, wir konnten damals noch nicht von unserem Business leben. Genau. Aber wir haben ja schon darauf hingearbeitet und haben gehofft, dass es funktioniert oder haben auch gedacht, dass es funktioniert, ja, was es jetzt letztendlich auch hat. Aber war das Risiko groß? Und ich würde eigentlich nicht sagen, dass das Risiko groß war, weil wir hatten A, einfach Geld gespart. Dazu haben wir auch ganz viele Videos online, wie wir damals Geld gespart haben. Also wir hatten einen Geldpuffer dabei und man kann immer zurückgehen. Also ihr dürft nicht vergessen, man kann immer zurück nach Deutschland gehen. Ihr könnt immer in euren alten Job gehen. Ja, ich würde auch sagen, auch wenn es so klischee-mäßig klingt, aber das Risiko war für mich auf jeden Fall größer, unglücklich im Leben in Deutschland zu sein versus, hey, ich probiere zumindest das zu machen, worauf ich wirklich Bock habe und wenn es nicht klappt, kann ich immer noch sozusagen in normalen Leben zurück. Deswegen, ja, war das auf jeden Fall, würde ich sagen, das geringe Risiko fast. Ja, ich wollte noch da hinzufügen, aber es macht natürlich schon Sinn, wenn man noch nicht von dem leben kann, für das, was man arbeitet sozusagen, also unser Business in dem Fall, macht es auf jeden Fall Sinn, Geldpuffer auf dem Konto zu haben, dass man da eben nicht, nicht einfach losgehen ohne Plan. In eine Stresssituation kommt und dann eben kein Geld mehr hat und nicht genau weiß, wie man dann überleben soll. Also, auf jeden Fall. Ist klar, ne? Fancy Unterkünfte, Ubud, maximal 80 Euro die Nacht. Das finden wir mal ganz schwierig, müssen wir sagen, wenn ihr uns nach spezifischen Unterkünften an und auch am besten mit Preis fragt, dann müssen wir echt sagen, wir haben viele Unterkünfte im Reiseführer zum Beispiel empfohlen, schaut da gerne rein. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich auch viel ausgebucht und deswegen können wir da nur sagen, geht auf booking.com, setzt den Filter auf 80 bis 100 Euro und dann findet ihr eine gute Unterkunft, die wirklich zu eurer Zeit auch frei ist. Genau, so, und auch zu euch passt, weil manchen ist es wichtig, einen Pool zu haben. Manche wollen alleine. Genau. Was ist fancy, ne? Ja, so, das ist für jeden anders. Ich finde auch, das fällt uns so, so schwer. Und wie du sagst, dann gibt es High Season, Low Season. Wir wissen auch nicht alle Preise von allen Hotels. Genau, jeder die hat ändern ein sich gefühlt jede Woche. Budget. Und dann schreibt einer, ich will was für 10 Euro, der nächste für 40 Euro. Das ist total schwierig für uns. Deswegen haben wir eben viele Sachen quasi aufgelistet. Und da könnt ihr nachschauen und dann das Richtige für euch raussuchen. Aber für uns ist es einfach immer schwer. Also schwer. Ich wüsste nicht, was mein Vater empfehlen würde. Der würde eh was anderes buchen, was ich dir sage. Wie ist es allgemein mit dem Thema Sicherheit und Kriminalität auf Bali? An die Frau. An die Frau. Ich würde sagen, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl, sehr, sehr sicher. Ich fahre oft mit dem Grab. Ich bin öfters mal ohne Dominik unterwegs, ob in einem Café oder im Yoga oder sonst wo. Ich fühle mich hier immer sicher, immer gut und die Leute sind immer nett und es ist mir noch nie irgendwas passiert. Es wurde noch nicht mal irgendwas von uns geklaut, also toi, toi, toi. Ich fühle mich hier wohl und sicher. 100%. Ich mich auch. Bleibt euch am Ende des Monats Geld übrig? Wie spart ihr extra Geld für größere Reise? Uns bleibt auf jeden Fall Geld übrig. Also da haben wir schon immer drauf geachtet, außer wo es gar nicht ging. Und mittlerweile können wir echt sehr viel Geld zurücklegen. Und das ist auch wichtig irgendwie, wenn man selbstständig ist, dass man Geld beiseite legt, weil man muss ja irgendwie für seine Altersvorsorge sozusagen sorgen. Ich glaube, das ist auch noch eine nächste Frage, so wie macht ihr das mit Altersvorsorge? Da würde ich auf jeden Fall sagen, genau, entweder Geld zurücklegen, Geld investieren, einen Plan haben, keine Ahnung, ob es Immobilien sind, irgendwelche Fonds oder was auch immer. Also gerade in unserer Situation ist es sehr wichtig, Geld zurückzulegen. Und natürlich auch, wenn ihr eine Reise plant, wenn es jetzt dafür speziell ist. Es geht immer. Also man kann auf so viele Dinge verzichten, die man im Alltag nicht braucht, wo man Geld für ausgibt. Ob teurer Handyvertrag, ob, keine Ahnung, feiern gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also damals, als wir in Deutschland gelebt haben, haben wir ein Studentengehalt verdient. Also so gut wie gar nichts und haben es trotzdem geschafft, keine Ahnung, 500 Euro im Monat zurückzulegen. Ja. Einfach, weil wir auf gewisse Dinge verzichtet haben und weil wir ein Ziel vor Augen hatten. Hey, wir wollen 10.000 Euro sparen für die Reise bis Ende nächsten Jahres. Und ich glaube, das ist so der beste Tipp, den man geben kann.
Ziel vor Augen halten und darauf achten, was ist wichtig, was nicht, wo kann man Geld einsparen, wo nicht. Okay, dann auch eine Frage, die eigentlich simpel zu beantworten ist, aber vielleicht, wenn man noch nie reisen war, denkt man, das ist kompliziert, aber wie verhütet ihr auf Reisen? Ganz normal, wie in Deutschland man auch verhüten würde. Ihr könnt ja die Pille kaufen, es gibt Kondome, aber ja, es gibt alles, was es in Deutschland auch gibt und ganz easy. Genau, zur Not einfach rausziehen. Was ist euer Lieblingsland in Asien, abgesehen von Indonesien? Alle Scheiße. Nein, Spaß. Ich würde sagen, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Wir haben auch bei dem Meetup mit den Leuten darüber gesprochen und so. Es gibt so viele Länder, die so viele einzigartige Dinge zu bieten haben. Also Japan ist super interessant, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur Palmen und Paradies haben will, dann fährt man natürlich nicht nach Japan tendenziell, sondern eher zum Beispiel auf die Philippinen. Wenn man sagt, ich möchte dazu noch coole Tiere und geil surfen, dann fahre ich eher nach Sri Lanka. Und deswegen, es gibt so viele geile Länder, die einzigartige Dinge zu bieten haben und deswegen würde ich sagen, ein Lieblingsland haben wir auf jeden Fall nicht. Kommt immer darauf an, was man sehen will. So, natürlich kann man auch gut nach Nepal, aber nur halt, wenn man tracken gehen will. Was wären unsere Top 3 vielleicht? Hast du eigentlich schon gesagt, würde ich sagen. Ja, Japan, Philippinen, Sri Lanka und wenn man es richtig krass will, Indien. Ja. So, dann für Indonesien speziell eine Frage, wo gibt es am meisten Tiere zu sehen? Gute Frage. Ich würde sagen, auf jeder Insel gibt es spezielle Tiere zu sehen. Nicht auf jeder Insel, aber auf den verschiedenen Inseln gibt es verschiedene Tiere zu sehen. Hier auf Bali sind es im Norden Delfine, in Penida die Mantas. Es gibt natürlich Affen, die kleinen Affen gibt es fast überall. Aber die Orang-Utans zum Beispiel gibt es nur auf Sumatra und Borneo. Ich glaube auch, das ist so, wenn man sagt, wow, das ist sehr speziell und diese Tiere gibt es auch, glaube ich, nur hier auf diesen zwei Inseln weltweit in so freier Wildbahn zu sehen. Dann würden sagen schon die Orang-Utans, halt Sumatra, Bukit Lawang oder nach Borneo, das ist noch ein bisschen anders. Aber das ist schon so mit das Coolste, oder? Was man machen kann. Und wenn ihr hier in Bali seid, dann würde ich wahrscheinlich die Mantas versuchen, in Penida zu erwischen oder eben Komodo National Park oder Raja Ampat mit mehr Unterwasserwelt. Was ihr aber auf keinen Fall machen solltet, zum Beispiel, ist hier einen Elefantenpark oder sowas zu besuchen. Das ist kein Sanctuary, die werden hier hergeholt aus Sumatra, obwohl sie nicht gerettet werden mussten, die werden hier gequält und solche Sachen auf jeden Fall nicht machen. Immer darauf achten, dass wirklich auch alle Tiere wirklich in freier Wildbahn sind und nicht in irgendeinem Zoo oder sowas. Wollte ich noch kurz dazu sagen. Und ich würde sagen, weiter zur nächsten Frage. Wo geht es nach Island hin? Achso, ja, also erstmal, genau, wir fliegen jetzt in einer Woche quasi nach Island. Das wird auf jeden Fall hardcore, weil wir von Bali direkt nach Island fliegen. Wir haben schon ganz viele warme Sachen gekauft. Hoffentlich genug. Und das wird auf jeden Fall für uns ein krasser Unterschied. Wir sind mega gespannt auf das Land und ja genau, seid gerne dabei. Es wird ganz anders, aber ich glaube, das macht es auch gerade witzig, weil das für uns sehr speziell sein wird. Und dann kombinieren wir das natürlich mit Familienbesuch. Wir waren jetzt auch schon 2 Jahre nicht in Deutschland. Das heißt, wir gehen dann erstmal nach Deutschland und dann gehen wir zum Beispiel mit der Familie nach Sardinien, was ja mega schön sein soll. Dann auch wieder wahrscheinlich sehr interessant für euch ist Marokko, obwohl wir vorher auch noch eine Vespa-Tour in Italien machen. Aber dann fahren wir nach Marokko, was auch ein bisschen mit Asien zu vergleichen ist. Surf, Kultur und da haben wir auch richtig Bock drauf. Dann gehen wir noch nach Fuerteventura und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ne? Wir überlegen, kommen wir dann wieder zurück nach Indonesien oder wenn wir schon mal quasi auf der anderen Seite der Welt sind, mehr oder weniger, sollen wir nochmal nach Afrika, sollen wir in die Türkei, sollen wir nach Südamerika? Schreibt uns mal gerne unten in die Kommentare auf, was ihr denkt, so was würde euch noch am meisten interessieren. Ja. Das wäre für uns auch, glaube ich, auch interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr noch einen geilen Tipp, wo ihr sagt, ey, das müsst ihr auf jeden Fall sehen. Wir sind ja schon irgendwie Asien fixiert. Ich denke, und wir sind offen für alles. Aber eigentlich sind wir offen, ja. Und dann noch eine coole Frage ist, könnt ihr euch vorstellen, ein B&B oder eine Surfschule zu gründen? Ah ja, gute Frage. Tatsächlich sparen wir da schon länger darauf hin, weil dafür braucht man ja auch Geld. Ja. Aber ja, gerne auch Investoren. Genau, wir können uns sowas sehr gut vorstellen. Wir machen uns bei solchen Sachen natürlich viele, viele Gedanken im Vorfeld. Wir sind so Leute, die machen das jetzt nicht einfach hoppla hopp, sondern wir machen uns da Monate, wochenlang Gedanken drüber. Wir haben schon Ideen und wissen auch schon so grob, wie wir das uns vorstellen könnten. Da wird auf jeden Fall was kommen und wir wollen das auch quasi offen haben für Gäste, wie gesagt, Airbnb, Surfschule, irgendwie sowas in die Richtung, dass ihr dann da auch vorbeikommen könnt. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist ein Projekt für nächstes Jahr. Das ist auf jeden Fall was, was wir uns fest vorgenommen haben. Deswegen bleibt gespannt. Oh mein Gott. Und genau, vielleicht machen wir vorher einfach nochmal einen Surf-Retreat oder sowas zusammen, aber das ist auf jeden Fall was, was wir dann angehen wollen, wenn wir jetzt quasi aus Europa wieder hierher kommen. Genau. Deswegen seid gespannt, Leute. Wie ist es mit dem Transfer rüber nach Giliti und so weiter? Braucht man vorher die Fähre? Ja, gute Frage auch, gerade aktuell. Bucht man vorher die Fähre? Ich würde sagen, aktuell muss man fast 4-5 Tage vorher buchen, weil... Fähre, du meinst Speedboat? Ja, Speedboat, Fähre, was auch immer.
Ist ja schon ein Unterschied. Okay, ja, stimmt. Also Fähre kann man gar nicht voll buchen, deswegen müsst ihr da quasi zum Hafen fahren und die nehmen. Aber es gibt keine Fähre nach Giliti, deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie ein Speedboat meint. Und genau, das muss man schon vorher buchen, weil gerade viel los ist. Gilis sind mega gehypt zum Beispiel. Lemongan ist auch relativ bekannt. Und es gibt halt nicht unendlich viele Boote. Und wenn ihr noch einen Platz bekommen wollt, also schon so, sag ich mal, 3-4 Tage im Vorfeld buchen, zum Beispiel auf want2goasia.com, da seht ihr ein paar Companies und Preise aufgelistet und dann, ja, habt ihr nicht Gefahr, dass ihr nicht ankommt am Ende. Okay, auch ein Problem, was ein paar Personen haben. Was tun, wenn aus Versehen 31 Nächte auf Bali, weil das Visum ist nur 30 Tage gültig? Oh ja, Leute, das ist doof. Also achtet darauf, am besten gleich von Anfang an, dass ihr maximal 30 genau, Tage bleibt. Das ist nicht ein Monat, sondern 30 genau. Tage. Dann ist es so, dass die 30 Tage mit Anreise, Abreise ist. Das heißt, wenn ihr 31 Tage habt, aber um Mitternacht oder so abreist, dann könnte es noch reichen. Ne? Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, 1 Million zu bezahlen, Strafe für pro Tag, pro Person für Overstay, was ungefähr 60 Euro sind, was bei 31 Tagen wahrscheinlich die beste Option ist. Ja, auf jeden ist. Fall. Und ansonsten kann ich euch nur unsere Webseite empfehlen. Da haben wir Government-Seite nochmal verlinkt, wo ihr quasi das Visum direkt für 60 Tage online beantragen könnt. Dafür müsst ihr dann nicht zur Immigration hier vor Ort, um das Visum zu verlängern. Ihr habt von Beginn an 60 Tage, deswegen checkt das bitte aus und bucht am besten gleich dieses 60-Tage-Visum. Dann müsst ihr euch hier um nichts mehr kümmern und könnt nach 31 Tagen raus. Was sagt ihr denn zu den negativen Schlagzeilen, die Bali aktuell so machen? Ja, ich habe gesehen, irgendeine Deutsche hat zum Beispiel, wollte nackt in den Tempel oder sowas, ne? Und dann heißt es ja auch wohl immer wieder, dass sich viele Russen daneben benehmen und so weiter. Und witzigerweise, schon mal ein kleiner Spoiler, wurden wir da auch von TAF zu interviewt. Also wenn ihr da einen kleinen Einblick haben wollt, schaut am 16.8. glaube ich TAF, oder? War das 16.8? Ja, so um den Dreh. Ich glaube, da kommt so eine Bali-Reihe ab dem 15. Genau, also das wird auf jeden Fall auch für uns sehr interessant. Kurz gesagt würde ich sagen, natürlich ist es kacke, wenn sich hier Leute daneben belehnen und ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Also wenn man in ein fremdes Land kommt, man achtet ja umso mehr darauf wie zu Hause, sich der Kultur anzupassen und sich ordentlich zu verhalten. Es gibt aber immer Leute, die einfach ja, keinen Respekt haben. Ich würde aber nicht sagen, dass das jetzt so krass ist, wie das online dargestellt wird. Aber Social Media macht das alles sehr groß. Wir haben sowas noch nie live gesehen. Genau, genau. Es ist nicht so, dass an jeder Ecke jetzt alle sich asozial benehmen. Die meisten sind sehr respektvoll, sind froh, hier zu sein. Und ich finde auch, dass es, also wir haben ja auch oft, wie Domi gerade sagt, gelesen, dass eben Russen sich daneben benehmen. Es gibt aber auch viele, oder also viel mehr Russen, die sich auch ordentlich benehmen. Ne? Also ja. Es ist halt immer so eine Assi-Aussage, einfach alle über einen Kamm geschert. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass hier auch aktuell sehr viele Russen sind und dann springt halt mal einer mehr aus der Reihe. Hattet ihr schon mal Bali Belly? Wie kann man das bestmöglich vermeiden? Wir hatten noch nie Bali Belly, aber echt viele Leute, die uns hier besucht haben, kriegen es. Ich würde sagen, unsere Mägen sind aus Stahl. Aus Stahl. Einmal Indien und nie wieder Probleme. Genau, geht einfach vorher einmal nach Indien, dann passiert dir nichts Ende mehr. Ende der Geschichte. Nee, also zu vermeiden, ja, ist schwierig. Ich glaube nicht, dass man irgendwie irgendwas nicht essen kann oder soll, sondern man hat dann einfach vielleicht Pech und im falschen Laden gegessen. Das kann aber auch jeder Fancy-Laden sein. Man kann ja auch Eiswürfel ohne Probleme nehmen, weil die sind 100% nicht aus Leitungswasser. Ich würde sagen, Probiotics ist so eine Sache, die man vorher nehmen kann und die helfen können. Und dann aber, wenn ihr es habt, macht euch auch nicht so verrückt. Bali Belly, oh mein Gott, crazy. Meistens ist es eine ganz normale Magenprobleme. Genau, dann muss man halt einen Tag vielleicht mal viel Wasser trinken, viel Suppe essen, viel auf Klo, genau. Und einfach vorsichtig sein und dann sollte es auch wieder gut sein. Bei manchen Leuten, wenn es wirklich eine harte Lebensmittelvergiftung ist, hilft es dann nur noch zum Arzt zu gehen, weil die haben einem Antibiotika gegeben und dann ist es auch schnell wieder weg. Aber ja, lasst euch da nicht zu verrückt machen, Bali Belly, der Mythos und sowas. An sich ist es nur eine Magenverstimmung und ja, man kommt da auch schnell wieder raus. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann mal wieder in Deutschland zu leben? Aktuell nicht. Muss ich ehrlich sagen. Wir fahren ja, wie gesagt, bald nach Deutschland. Wir können dann vielleicht noch mal mehr dazu sagen, wie es ist. Aber als wir das letzte Mal in Deutschland angekommen sind, haben wir uns da einfach nicht mehr ganz so zugehörig gefühlt. Ja. Ist natürlich auch klar, schwierig. Genau, irgendwie ist es natürlich auch klar. Zum Beispiel den deutschen Winter können wir uns gar nicht mehr vorstellen. So kurze Tage und kalt und grau sind wahrscheinlich auch nicht eure Lieblingstage in Deutschland. Und wir hätten ja auch kaum Vorteile, also warum sollten wir nach Deutschland gehen? Ja, außer für Familie und Freunde, aber ja, ansonsten ist hier schon alles besser. Wir leben am Meer,
wir fühlen uns hier wohl, was so den Vibe angeht. Und es passt halt auch total zu unserem Lebensstil, muss man einfach sagen. Genau, es ist immer warm, wir gehen hier halt surfen, wir haben unseren Freundeskreis. Ne? Also wir haben uns hier halt ein Leben aufgebaut, das ist einfach so. Mit 60 oder so könnte ich mir vorstellen, nochmal vielleicht auch in Europa zu wohnen und da vielleicht alt zu werden. Genau, immer ist eine lange Zeit, genau. Ne? Aber jetzt aktuell. Aktuell nicht. Aktuell einfach nicht, genau. Was habt ihr eigentlich für Ausbildungen? Ich bin Hotelfachfrau, gelernte Hotelfachfrau. Genau. Habe lange als stellvertretende Eventmanagerin gearbeitet, habe Veranstaltungen gemacht im Hotel. 25 Hours sind wir auch übrigens bald. Genau. In ein paar Monaten. Ich war aber auch in einem privaten Business Club unterwegs und so. Ja, Alter kennt alle. Günther ja auch, Best Friends. Habe ich tatsächlich mal gesehen. Ja, der war bei uns. Der ist sehr, sehr groß und sehr, sehr dünn gewesen damals. Ist aber schon lange her. Ja. Und ich habe studiert. Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert. Und was weißt du noch davon? Ich habe, weiß ich nicht, Mathe? Mathe. Nee, ich weiß nicht. Ich habe damit nie so richtig was gemacht. Und ich habe mich da in den Jobs, die man damit machen kann, am Ende auch nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe studiert, weil ich damals dachte, ich muss irgendwas studieren. Und das klang ganz okay. Aber ja, ich habe mich dann in den Jobs können wir auch froh sein, dass nie er studiert wohlgefühlt, hat, weil wir haben jetzt einfach uns über Studienfreunde kennengelernt quasi. Die Frage kommt noch. Aber ja, genau, deswegen also Ausbildung, Studium und jetzt selbstständige Content Creator. So, dann geht jemand für 3,5 Wochen nach Sri Lanka und möchte gerne einen Geheimtipp haben. Okay, wir waren schon ein paar Mal in Sri Lanka, wir kennen uns da eigentlich ganz gut aus. Maschinen. Was ich auf jeden Fall richtig geil fand, war Annapurna. Annapurna. Genau, das ist vielleicht noch ein Geheimtipp, weil nicht so viele Touristen da hingehen. Stimmt, sehr kulturell interessant. Ja, so viele Pagoden und irgendwie war es ein cooles Feeling. Und vielleicht diesen Hilltop-Strand, wo wir da in der Unterkunft waren. Das ist ein Stück nördlich von Aruga Bay. Das heißt Hilltop Cabanas. Hilltop Cabanas. Da haben wir übernachtet und es war eine coole Unterkunft. Man konnte direkt davor surfen. Die Strände waren oder der Strand da ist ganz unberührt auch und es war irgendwie einfach ein cooler Vibe. Ja. Da ist aber nicht viel außer diese Unterkunft und ich glaube noch eine Unterkunft. Ja, aber wir hatten damals bereut, dass wir so lange in Aruga Bay waren und das ist quasi eine halbe Stunde weiter und da so kurz und dann nächstes Mal würden wir es umgekehrt machen. Genau. Deswegen würde ich sagen, ist schon Geheimtipp. Ist ein Geheimtipp, ja. Würde ich auch sagen. Die Frage perfekt für Domi. Macht ihr bald OnlyFans? Frage nicht wegen Perversion, sondern weil ihr attraktiv seid. Perversion. Nee, machen wir wahrscheinlich nicht. Domi hängt mir in den Ohren seit Monaten. Lass das mal machen. Ja, so aus Spaß sage ich schon manchmal. Füße. Genau. Uns hat heute auch jemand auf Instagram geschrieben und meinte, er würde uns 1000 Euro pro Woche für Fußpicks schicken. Wenn das kein Scam ist, würde ich das auf jeden Fall machen. Gar kein Problem. Gerne auch auf OnlyFans. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir gerade andere Prioritäten und wir können einfach nicht noch eine Plattform bedienen. Sonst gerne, aber Instagram, YouTube und dann auch OnlyFans schafft man zeitlich nicht. Soll man sich gegen diese Mücken impfen lassen? Diese Mücken? Wir haben gehört, es gibt jetzt eine Dengue-Fieber. Also wenn es die gibt, würde ich es 100% machen. Ja, Domi wird immer viel gestochen und hat auch immer irgendwie so ein Mückenproblem. Ich muss sagen, ich denke kaum an Mücken und ich werde auch kaum gestochen. Ja. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mich impfen lassen würde. Domi würde sich auf jeden Fall impfen. Also dadurch, dass wir auch hier leben. Ich habe noch nie Dengue gehabt in 3 Jahren. Ne? Also wir kennen auch nur zwei Personen, die es hatten. Genau, es ist nicht so, dass es jeder kriegt. Aber es ist ja schon eine Krankheit, die scheiße ist. Und auch wenn man es mehrfach kriegt, wird es irgendwann gefährlich. Deswegen würde ich sagen, wenn man vielleicht nur Urlaub macht, muss es nicht sein. Aber jetzt ich hier als Lebender... Dengue-Fieber-Impfung würde ich schon machen. Wir sind ja bald in Deutschland, macht einen Termin. Aber zum Beispiel Malaria für Bali jetzt oder generell für Südostasien ist zum Beispiel also sehr zu vernachlässigen. Da haben wir noch nie Probiotics oder irgendwas genommen. Und das ist eher wirklich ein großes Problem in Afrika, aber hier auf jeden Fall nicht. Wir sind aber natürlich kein Arzt. Genau. Worauf achtet ihr bei einer Langzeitmiete? Also ich würde sagen, ich würde darauf achten, dass ich da zumindest schon mal ein paar Wochen in dieser Unterkunft gewohnt habe, bevor ich sie Langzeit miete. Weil zum Beispiel, du ziehst in der Trockenzeit ein, denkst dir, boah, ist ja richtig nice und dann kommt der erste Regen und dann ist auf einmal das Dach nicht dicht. Und wenn du dann 5 Jahre im Voraus bezahlt hast und du einen schlechten Vermieter hast, denkt der Vermieter sich, scheiß ich drauf, kannst du gerne selbst flicken. Muss nicht so sein. Ja, muss nicht sein, genau. Aber es kann, also man hat immer irgendeine Überraschung, mit der man vorher nicht gerechnet hat. Und deswegen ist es wirklich am besten, sich das mindestens vorher anzugucken, live und nicht online zu buchen. Das auf jeden Fall. Und im Idealfall da schon gelebt zu haben, gemerkt zu haben, hey, habe ich vielleicht einen super lauten Tempel nebenan oder... Wie gesagt, liegt das Dach oder, keine Ahnung, funktioniert die Toilettendusche nicht ordentlich, spritzt zu doll oder sowas. Es gibt viele Probleme und
Genau, deswegen, da muss man schon vorher genau gucken, dass das auch alles passt. Dann Thema Unterkunft. Behaltet ihr während eurer Reise nach Island eure Unterkunft auf Bali? Nee. Man sieht nicht. Wir haben keine Unterkunft. Wir haben unsere Sachen untergestellt bei Freunden und genau. Nee. So, dann machen wir mal die letzte Frage. Es tut mir leid, wir können nicht alles reinnehmen. Wir haben vor allem das genommen, was mehrfach gefragt wurde und noch ein paar Ausnahmefragen. Aber ohne Kreditkarte auf Bali kann man mit der EC-Karte Geld abheben. Ich glaube, man kann, aber es ist teuer. Genau. Also es macht keinen Sinn eigentlich. Ich würde sagen, man sollte es auf Abhebung keinen Fall machen, deswegen kann man es nicht. Also ihr solltet euch auf jeden Fall eine Kreditkarte holen. Die gibt es bei unendlich vielen Anbietern for free. Auf unserer Webseite haben wir auch nochmal die besten Kreditkarten zusammengefasst. Holt euch eine Kreditkarte, verknüpft die mit eurem Konto oder wenn ihr nicht die mit eurem Konto verknüpft, ich habe auch eine aufladbare Kreditkarte und dann könnt ihr damit Geld abheben. Das ist viel, viel günstiger. Ihr kriegt die richtige Währung raus und ja, macht es auf keinen Fall mit EC-Karte. Genau, ihr werdet es am Ende finanziell merken. Ja, es treibt euch in den finanziellen Ruin. Wahrscheinlich. Dann geht es nicht mehr mit als Backpack auf Bali. Ja, damit eure Bali-Reise dort ein bisschen teurer. Würde ich auch sagen. Aber ja, das war's, Leute, mit den Fragen. Das war unser letztes Bali-Q&A vor der Abreise. Nächste Woche kommt noch ein Bali-Video. Und dann kommen tatsächlich auch mal ein paar Island-Videos. Und wir sind mega hyped drauf. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, wir werden nicht am ersten Tag erfrieren und die Reise abbrechen. Genau, erstmal 30 Stunden Flug hin übrigens. Also es wird auf jeden Fall, es wird geil. Ja, wir sind bereit für neue Abenteuer. Wir wollen auch mal was machen in Europa, damit ihr vielleicht auch nicht ganz vielleicht so weit sehen wir uns reisen halt da. Müsst. Genau, vielleicht sehen wir euch halt irgendwo. Das wäre witzig. Und ich würde sagen, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, abonniert uns gerne. Liked das Video oder schickt es an Freunde, wenn ihr irgendwas witzig fandet oder irgendwas interessant fandet, was den Freunden weiterhelfen kann. Bei 1000 Likes machen wir OnlyFans. Oh nee, ich hab's gesagt. Okay, ich hab's gesagt. Tschüss.